Hallo und herzlich willkommen zu Proton Essentials, meine gefiederten Freunde, eine neue Buhnguide-Episode. Für die Neuen unter euch, die Buhnguide ist ein Regenschirmprojekt, welches verschiedene Aspekte rund um Linux beinhaltet. Ziel ist es, neuen und auch erfahrenen Nutzern auf diesem Gebiet zu unterstützen und einen guten Ausgangspunkt anzubieten, von dem aus ihr eure Linux-Reise auch auf eigenen Füßen beginnen oder fortsetzen könnt. Heute möchte ich euch einige Grundlagen rund um Proton und einige Begrifflichkeiten im Zusammenhang mit diesem näher bringen. Was ist Proton? Proton ist ein Kompatibilitätswerkzeug basierend auf Wine, welches dazu entwickelt wird, um Windows-Anwendungen inklusive Spiele unter Linux- oder Unix-basierten Betriebssystemen auszuführen. Hierbei emuliert es allerdings kein Windows-Betriebssystem und es sind auch keine virtuellen Maschinen involviert. Stattdessen übersetzt es Windows-spezifische Systemaufrufe zu Linux- und Unix-verständlichen Aufrufen. Oder an einfacheren Worten, ein Windows zu Linux- und Unix-Dolmetscher. Darüber hinaus ist Proton in den Linux-Steam-Klienten integriert und verfügt über einige Zusätze gegenüber von Wine. Das Hauptziel ist es, euch zu erlauben, eure Spiele nahtlos unter Linux via Steam spielen zu können, die ihr andernfalls sonst nur unter Windows hättet spielen können. Außerdem zielt es darauf ab, euch jegliche Form von manueller Intervention oder Konfiguration abzunehmen, sodass ihr einfach nur installieren und spielen drücken müsst, so wie ihr es sonst auch tun würdet, und Proton übernimmt den Rest. Valve, die Entwickler von Steam und Proton, pflegen außerdem auch eine Whitelist mit Spielen, die bereits für Proton getestet wurden und als sehr gut lauffähig befunden wurden. Diese sollten in eurer Steam-Bibliothek unter Linux direkt zur Verfügung stehen, neben den nativen Linux-Spielen natürlich. Und ihr würdet nicht einmal bemerken, dass Proton hier im Einsatz ist. Proton für alle Titel aktivieren. Nicht so wie bei Spielen auf der Whitelist wird Steam euch es nicht erlauben, Spiele zu installieren und zu spielen, die nicht getestet wurden, und wird diese auch nicht in eurer Bibliothek auflisten. Aber ihr könnt mit wenigen Klicks euren Steam-Klienten so einstellen, dass er auch ungetestete Spiele mit Proton ausführt. Dazu navigiert ihr nach Steam, Einstellungen, Steam Play. Hier solltet ihr zwei Auswahlfelder sehen. Steam Play für unterstützte Spiele aktivieren, diese Option ist eventuell bereits schon angehakt, und aktiviere Steam Play für alle Titel. Dies wird außerdem ein Auswahlmenü anzeigen, in dem ihr festlegen könnt, in welcher Proton-Version ungetestete Spiele ausgeführt werden sollen, falls nicht anders pro Spiel festgelegt. Steam Play ist hier übrigens ein Oberbegriff für alles Mögliche im Zusammenhang mit Proton und anderen Kompatibilitätswerkzeugen wie Boxtron oder Lux Torpeda. Aktiviere beide Einstellungen und starte Steam neu. Nun solltet ihr in der Lage sein, alle Spiele in eurer Bibliothek zu installieren und zu spielen, falls diese nicht aus anderen Gründen nicht funktionieren sollten. ProtonDB. Falls ihr euch unsicher seid, ob ein bestimmtes Spiel überhaupt läuft oder einiges an Konfiguration braucht oder Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen sind, dann könnt ihr auf ProtonDB Kompatibilitätsberichte lesen. ProtonDB ist eine gemeinschaftlich betriebene Webseite, wo ihr Kompatibilitätsberichte von anderen Spielern finden könnt. Diese beinhalten eventuell auch einige Anpassungen, die ihr machen müsst, um das eine oder andere Spiel lauffähig zu machen, für den Fall, dass es mal kein Installieren und einfach Spielerlebnis sein sollte. Zusätzlich könnt ihr auch sehen, mit welcher Version von Proton der Berichtersteller das Spiel getestet hat und unter welcher Linux-Distribution es gelaufen ist. Allerdings solltet ihr nicht immer alle Berichte hierfür vollnehmen, da es sich wie gesagt um eine gemeinschaftliche Aktion handelt und nicht jeder ein Linux- oder Proton-Guru ist und Menschen machen nur mal Fehler ab und an. Um dieses Defizit allerdings zu minimieren, hat ProtonDB ein Bewertungssystem implementiert, was sich aus dem Durchschnitt der Berichte berechnet. Borgt oder zu Deutsch im Eimer. Diese Spiele laufen überhaupt nicht. Bronze, das Spiel funktioniert, aber es sind eventuell einiges an Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen. Eine Menge Stottern oder eine Menge Einstellungen müssen vorgenommen werden, um das Spiel überhaupt zu starten. Silber, diese Spiele laufen oftmals sehr viel besser, aber dennoch ist eventuell einiges an Konfiguration nötig oder andere Fehler treten eventuell auf. Gold, diese Spiele brauchen meist nur einen kleinen Startparameter via Steam oder aber sie laufen etwas langsamer als unter Windows. Aber alles in allem sollten sie sehr gut laufen und eine angenehme Spielerfahrung bieten. Platin bedeutet, diese Spiele laufen einfach ohne jegliche Konfiguration oder andere Probleme und sollten eine sehr gute Performance bieten. Nativ. Als nativ markierte Spiele bieten eine offizielle Linux-Version an und sollten daher auch meist einwandfrei funktionieren. WineAppDB. Sollte ProtonDB mal nicht die gesuchten Berichte über ein bestimmtes Spiel enthalten oder ihr sucht nach Spielen, die sich nicht auf Steam befinden oder normale Anwendungen, dann solltet ihr darüber hinaus auch mal auf WinesAppDB nachschlagen. WinesAppDB funktioniert ähnlich wie ProtonDB, ist gemeinschaftlich betrieben und implementiert dasselbe Bewertungssystem.
Oder besser gesagt, ProtonDB funktioniert und implementiert dasselbe System wie AppDB, da es AppDB schon sehr viel länger gibt, schon lange bevor Proton überhaupt ein Begriff war. Eine Proton-Version pro Spiel auswählen. Im Falle, dass ihr über ein natives Spiel stolpern solltet, welches das ein oder andere Problem hat und ihr daher gerne die Windows-Version mit Proton ausprobieren wollt, oder aber ihr Berichte über ein bestimmtes Spiel gelesen habt, in dem steht, dass dieses Spiel nur mit einer bestimmten Version von Proton läuft, so könnt ihr recht einfach für jedes Spiel einzeln festlegen, welche Proton-Version für dieses Spiel benutzt werden soll. Hierzu navigiert ihr zur Bibliothekseite eures Spiels und nach Einstellungen Kompatibilität. Hier findet ihr ein Auswahlhäkchen, ein bestimmtes Teamplay-Kompatibilitätswerkzeug für dieses Spiel erzwingen. Nachdem ihr dieses ausgewählt habt, sollte ein Auswahlmenü darunter erscheinen, in dem ihr eine beliebige Version von Proton auswählen könnt. Normalerweise sollte es aber ausreichen, es mit der neuesten Version zu probieren. Im Falle eines nativen Linux-Spiels wird Steam im Anschluss die Windows-Dateien des Spiels herunterladen. Die Menge an Daten, die hier anfallen, sind von Spiel zu Spiel verschieden. Schlusswort. Übrigens, im Falle von nativen Spielen unter Linux, die eventuell ein paar Anpassungen benötigen oder ob ihr besser damit beraten seid, die Windows-Version via Proton oder Wine zu spielen, empfehle ich euch unsere ganz diesem Thema gewidmete Videoreihe Linux Native. Nun solltet ihr allerdings gut gerüstet sein für eure Erstschritte bezüglich Linux, Gaming und Proton. Falls ihr noch mehr Details und Möglichkeiten diesbezüglich erfahren wollt, schaut euch gerne die nächste Proton-Folge an, in der wir etwas mehr ins Detail gehen werden und weitere Begriffe aufgreifen, die ihr sehr wahrscheinlich öfter hören werdet im weiteren Verlauf eurer Linux-Gaming-Reise. Das wäre es damit für das heutige Video und ich wünsche euch viel Spaß mit Proton.